Liebe Freunde, ich möchte gerne euch auf den Gutbasthorst mitnehmen und mit meinen Eindrücken von diesen 2 Tagen mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß. Oh mein Gott, du bist da, Entschuldigung. Schön. Ja. Hier ist Ljuba von Kalinkas Küche. So. Ja, was soll ich denn gleich sagen, ja? Ich bin sehr aufgeregt. Herzbeben. Ich bin Ljuba von Kalinkas Küche. Vielleicht einer oder die andere kennt mich. Mein Kanal ist vielseitig. Von Kräutertrocknen bis Garten, Kochen, Backen. Einkochen mache ich meistens auf den alten Art. Wie noch von früher. Meine Großeltern, Großschwester und ich weitermachen. Und wir alle leben noch, alle gesund noch. Keiner von uns Botulismus bekommen und läuft einfach. Dann kann man nach ein paar Tagen sehen, okay, schmeckt mir das. Oder, nee, gar nicht mein Geschmack, brauche ich gar nicht auszuprobieren. Das fand ich war ein guter Tipp von Stefan. Das ist aber gerade nicht gleich so viel, dass wir hinkommen. Ich koche es nach wie vor ein. Gesund ist es natürlich, wenn es frisch ist und nicht eingekocht. Nein, also wir sind die ganze Zeit da, um 14 Uhr machen wir dasselbe nochmal. Ne? Habt ihr dann natürlich alle schon gehört, aber um 14 Uhr sind wir auch nochmal alle hier versammelt. Und wir freuen uns auf ganz viele Gespräche. Also erstmal herzlichen Dank für dieses hier. Ja, schön, dass ihr alle da wart. Nach der ersten Vorstellungsrunde durften wir dann mit unseren Fans einfach alleine so sich treffen. Ich habe ein paar kleine Geschenke mitgebracht zum Mitnehmen und mein berühmter Zucchini-Salat und haben die gerne auch ausprobiert und mal festgestellt, was die zum Beispiel zu Hause bei ihrem Salat vielleicht was falsch gemacht oder genauso lecker wie bei mir. Hat mir auch wirklich sehr, sehr gefreut. Und dann kam die zweite Runde. Du kochst ja so richtig traditionell. Wenn man jetzt als Einkochexperte oder als Lebensmitteltechniker rangehen würde, würde man ja sagen, naja, grenzwertig. Aber es ist ja so, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich muss mich natürlich an die industriellen Regeln und so weiter, das, was ich sage, muss korrekt sein. Aber ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, wir haben ja zum Teil ganz viel Angst vor Haltbarmachen. Also ich weiß, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen, oh Gott, und vielleicht sterbe ich. Und was, da gibt es ja ganz fürchterliche Sachen, die das haltbar machen. Das, was ich hier ganz interessant finde, ist überkocht nach ganz alter Tradition. Und ich würde gerne mal, dass du mal was darüber sagst. Über deine Erfahrungen, auch von deiner Familie her und so weiter, wie das Einkochen behandelt wird und wie damit umgegangen wird. Weil ihr seid ja über Botulismus so gar nicht gestolpert. Wie geht ihr denn damit um? Was ich will sagen, auf jeden Fall ist es sauber. Das ist ein Einzug. Die Gläser muss sterilisiert werden. Gut, was wir einkochen, sagen wir, kochen wir mit hier ein. Wir müssen alles abwaschen, durchkochen natürlich. Besonders wenn geht es um Zwiebeln, weil das gerne geht. Ja, was heißt abfüllen? Das war schon. Das heißt abgefüllt, kann man nicht wieder einkochen. Es wurde immer in eine Kochdecke angeknüpft und langsam abgekühlt. Wir haben unser ganzes Leben so gemacht und alles gehalten ohne kalte Keller. Ich hatte Keller. Ja, im Winter wurde und dann schon diese Erdkeller gemacht, wo das wird, aber das wurde so selten aufgemacht, dass die Kälte nicht da rein muss. Weil im Kasachstan war 40 Grad im Winter. Das heißt, nur ein Teil hast du dir ins Haus genommen und mein Zimmer einfach ist. Und das hat alles verbrannt. Wenn die zum Beispiel gute Frage war wegen Burg, habe ich die nie. Jetzt habe ich mir ein Rezept also gefunden, diese bulgarische Art, und wird nur 15 Minuten lang gekocht, der Wind. Aber früher haben wir nur heiß abgefüllt in Glas, saubere Glas reingebracht, dann wird erstmal mit heißem Wasser einfach
zweite Mal mag man Gewürze. Und stehende Käse. Das ist ganz interessant, weil wir kommen immer wieder an dieses Thema, der Grund, warum das Einkaufen so schwierig geworden ist für uns. Das Internet hat ja alle Informationskanäle aufgemacht. Das heißt, wir stehen plötzlich vor dem Problem, dass Leute, die neu anfangen, Informationen von allen Ecken kriegen. Das amerikanische Einkaufen, die Industrie, wie die das macht. Dann gab es plötzlich den Botulinumdruck. 3 Minuten bei 121 Grad stimmt übrigens, die sind eigentlich 121,1. Wenn Leute anfangen, die Sachen wieder so zu lernen, auch wirklich so anzugehen, dass man sich sagt, ja, das macht man immer so. Das reicht der Jugend heute auch nicht mehr und die finden das ja auch gut, wenn sie wirklich auf Lernen kommen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil jeder Hand das kann. Und da ich weiß, dass die Frage kommt, ja, also die werden sicherlich noch irgendwann mal Bücher schreiben. Sascha hat schon. Sascha hat schon. Ja. Ich werde auch was dazu sagen. Mein Buch kommt auch raus und wahrscheinlich sogar zu Weihnachten. Super. Ja, Bücher. Aber es ist ein Thema, also ich denke schon, dass, ja, guter Punkt. Die zweite Runde war wieder schon vorbei und wir durften weiter mit unseren Fans mal sprechen, die auch Fragen beantworten. Ich habe meine kleinen Geschenke vorgestellt, was ich alles mitgebracht habe. Die Rezepte sind neu, sind die noch nicht auf YouTube. Und natürlich habe ich mich auch sehr gefreut, dass so viele waren da gewesen. Meine Autogrammkarten habe ich ausgegeben. War wirklich ganz toll, der erste Tag. Es haben wir viele Fotos gemacht. Ich habe mich wirklich wie ein Star gefühlt. Es war einfach wunderschön. Ja, und da kommt schon Steffen und holt mich wieder zur dritten Runde zu die Bühne. So war unser Tag. Erster Tag. Das ja. Und ich denke, so kriegt man sie dann auch Stück für Stück. Also, ja? Ingwer, Zitrone, Honig, Ingwer, also Gesundheitspaste. Hm? Denn es hat alles seine Regeln, ja, und das läuft nach einem exakten Schema alles. Und ja. Ja, wir gehen. Jawohl, komm mal vor. Also erstmal herzlichen Dank für all eure Marmeladenabgaben. Ich muss ja erstmal einen Applaus wert für alle. Für die Juroren, für die Teilnehmer, für die ganzen Marmeladen. Ist das nicht ein Ding? Das sind sie so. Damit es möglichst fair wird, haben zwei Juroren eine Marmelade und sie müssen sich auf eine Wertung einigen. Das heißt, wenn sie jetzt Farbe und Aussehen haben und eine sagt, oh, finde ich jetzt nicht so schön, 3, und der andere sagt, oh, ich finde die aber richtig super, 8, dann müssen sie sich einigen. Wir haben schon gesagt, Prügeln ist verboten und werden dann nur ganz leise, aber wir haben erst in der Vergangenheit schon festgestellt, dass sie sich normalerweise immer sehr gut einigen können. Okay, und dann warten alle darauf, dass du das große Zeichen gibst. Ja, die Siegerehrung ist dann um 16 Uhr, legen wir los, und da hoffe ich natürlich, dass ihr alle da seid. So, jetzt bin ich fertig. Super, dann haben wir jetzt erstmal ganz viel gehört und jetzt sind die Herrschaften hier dran, würde ich sagen, oder? Ja. Wie kommt die Marmelade zu unseren Juroren? Petra wird jetzt die Marmelade verteilen. Jeder Tisch hat die ganze Käse. Und jetzt geht's los. Hier ist jetzt der Hunger los. So, wir schreiben uns total. Gut. Ich wünsche allen viel Spaß. Kommt gerne zwischendrin gucken, es ist wirklich spannend. Super, herzlichen Dank, Steffen. Danke, die beiden. Und unsere 12 Juroren sind jetzt dran, Stefan. Die müssen jetzt, ne?
Voraussetzung, wenn man hier Jury wird. Du bist nicht Teil der Jury? Ich bin nicht Teil der Jury, aber ich werde sicher überall mit reingucken und mitprobieren. Mitprobieren ist erlaubt. Ich bin die eine, die überall mit rein darf. Du hast gerade gesagt, aber Fragen, ihr habt schon so ein bisschen mit Duschern, es gibt schon eine Spitzengruppe. Das ist ja, dann darf ich mal einfach, ich gucke mal, was gibt es hier so? Sie haben Sauerkirsche, Sattorn, Melonenblüte, ach du liebe Güte. Lima macht hier gerade Kreuze, Hannover. Wie ist das Feld heute? Du hast schon ein, zwei, drei Marmeladen mit deinem Paar zusammen durch. Wie würdest du sagen, wie ist heute das Kalenderfeld? Hast du schon was gehabt, was du noch? Ja, eine habe ich schon gehabt. Zwei. Was habt ihr da jetzt? Wilde Flammen, das klingt ja auch. Und wie ist die so, die wilde Flammen? Nur jetzt anzugehen. Ist Marmelade auch so ein Thema, was du verfolgst? Oder eher doof? Also Marmelade zum Frühstück ist auch schon was dran. Muss sein, oder? Wer hat eine Lieblingsmarmelade? Ja, ich denke fast die Arte zu mir wie Erdbeermarmelade. Das steht auf erster Hand. Und dann natürlich so Mixmarmelade, das ist auch nice. So eine Herzmarmelade, wo alle so ein Rest gekommen in Reisen jedes Jahr eine gesunde Marmelade. Das klingt auf jeden Fall gut. Also hier wirst du heute ganz viel mitnehmen können, wahrscheinlich als Inspiration. Ihr probiert jetzt was. Mit Jura sitzt hier zusammen Arias von Arias Busmanns. Jede Marmelade hat so ihren eigenen Style, aber gut, ihr habt nun die Qual der Wahl, die Juroren, und ja, eine kann es nur werden. Eine kann es nur werden. Ich bin sehr gespannt, welche. Also wir haben hier schon ein paar ganz tolle gehabt. Ja. Hier war vorhin bei Gesa eine, die hatte eine ganz interessante, die war ganz interessante Bund, die hatte so ein kleines Stückchen, war sehr lecker. Okay, ja. Was Gesa, habt ihr jetzt? Was habt ihr, genau, Gesa und Uwe? Das besteht sich drauf. Doch, es steht drauf. Aber ich glaube, ich brauche einen Löffel. Das reicht nicht. Es steht drauf. Und Steffi soll jetzt raten, ne? Das ist ja auch mal gut. So, jetzt ist Steffi dran. Große Stücke. Okay. Es muss nur sauber sein. Ja. Aber das muss es wirklich. Also und trocken auch. Sachen, ne? Nicht, also, ne, wenn's, oder wenn ich es benutze, muss es auch trocken sein. Also wenn es sauberes Wasser, also wenn es ein bisschen feucht ist, überhaupt. Ist okay, ist kein Problem. Okay. Auch beim Deckel nicht. Das braucht man auch gar nicht so doll, weil man dreht den Deckel drauf, dreht ihn ein bisschen weiter und den Rest macht das heiße, die heiße Marmelade, kühlt sich dann ja ab und dann zieht sich der Deckel fest. Der Deckel von dann selber. Dann haben wir wie bei dieser Marmelade hier, ja. Da hat sich dann dieser Knopf reingezogen. Daran sehen wir. Nein. Aber vielleicht darf ich nicht noch verraten, aber eben. Nein, nach verraten darfst du auf jeden Fall nicht. Vor euch geht es jetzt hier gleich weiter. Wollte ich gerade sagen, die Löffel sind bereit. Was planst du demnächst auf deinem Channel? Du bist ja YouTuberin, sehr erfolgreich. Ein Buch von dir, hey! Kannst du uns dazu schon ein bisschen was verraten zu dem Projekt? Ja, vielleicht. Ich plane so, dass es mein Buch ist. Vielleicht kommt es an. Wir sind gespannt. Worum es gehen wird, ist eigentlich klar, oder? Ja, ums Kochen. Kochen, Backen und dann. Ja, das ist das erste Buch allgemein. Wunderbar, freuen wir uns drauf. So, weitere Proben sind da. Das Team ist da. Ja. Seid ihr fertig? Okay, sehr schön. So. Immer jede Jura hat eine Zeile. Wir sind ja 12, deswegen haben wir nicht die Zeilen dazu. Seid ihr fertig? Okay. Sehr schön. So. Immer jede Jura hat eine Zeile. Wir sind ja 12, deswegen haben wir die Zeilen dazu. Es gab nur eine einzige Marmelade, die wirklich 70 Punkte gekriegt hat. Und die Juroren waren wirklich echt ganz präzise damit. Und zwar, ach so, und das ist natürlich hier dieser große Wecktopf.
mit, hier unten ist noch ein ganzer Karton mit Weggläsern, Einfülltrichtern und so weiter. Das ist wirklich das große Master-Set von Weg. Und dieser Preis geht an die Nummer 69, Holunder-Zwetschgen-Konfitüre, Platz Nummer 1, und zwar an Olaf. Ja, und das kommt kurz hoch. Ja, weil es eigentlich mal da ist. Sie ist auch sehr ansehnlich. Die sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Olaf, wie schön, wir sehen uns wieder. Wer hätte das gedacht? Gratulieren Sie herzlich. Olaf, was sagen Sie jetzt dazu? Ich kann es kaum glauben. Wir machen es los. Nach der Preisverleihung haben wir weiter Fotos gemacht, Autogrammkarten geschrieben. Es waren zwei wundervolle Tage mit Sascha, Gesa, Steffi und mit Zuschauern. Es war sehr toll zu sehen und zu hören, dass meine Rezepte werden weiter nachgemacht, werden auch weiter ausprobiert und dass sie auch gefallen. Und ich versuche mein Bestes, euch weiter beliefern mit den tollen Rezepten und freue mich über eure Kommentare und wünsche euch alles, alles Gute, liebe Freunde.